Hallo, meine lieben Freunde. Man sieht und hört mich. Sehr gut. Schön, willkommen. Ich wünsche allen einen schönen, entspannten dritten Advent. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute ist Sonntag, der 17. Dezember. Bald ist Weihnachten. Und ich freue mich, dass ihr da seid, um mit mir einen entspannten Sonntagabend zu verbringen, um dann in die letzte Woche vor Weihnachten reinzustarten. Die für mich auch noch mal stressig wird. Aber nun, jetzt sind wir da. Es geht um Factorio, unser aller Lieblingsspiel. Ich werde diesen Stream wieder bei YouTube hochladen, für alle, die nicht live dabei sein können. Ja, und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Dafür muss ich euch erstmal diese tolle Musik von den Ohren nehmen. Und hier diese tolle Musik anmachen. Ja. Jetzt müsste man da was hören und hier sieht man das tolle Spiel. Ich habe das jetzt wieder vorbereitet, so dass ich das Spiel währenddessen nicht sehen kann. Also sollte irgendwas sein, ich zu leise, das Spiel zu laut, ich zu klein, das Spiel zu groß, ich irgendwo falsch oder was auch immer. Wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, sagt mir gerne Bescheid. Dann kümmere ich mich doch ASAP darum, wie wir Business People unter uns so sagen. Oh, es ist schön. Wir haben sehr lange nicht gespielt. Durch meine lange Krankheitsphase bin ich abhanden gekommen. Hier, oh. Schaut mal, was da ankommt. Oh, das ist cool, oder? Das ist die blaue Forschungsflüssigkeit, die neue Forschungsflüssigkeit, die wir uns besorgt haben mit Öl. Das ist, glaube ich, das Erzeugnis meiner letzten Session hier gewesen. Und ich möchte gerne ehrlich mit euch sein. Das bin ich eigentlich immer. Das ist nämlich, es ist so, dass ich ein bisschen, also ich würde jetzt mal, lass mich lügen, 3 bis 4 Stunden Gameplay von anderen Leuten gesehen habe zu Factorio. Und ich habe eine Erkenntnis daraus gezogen, aus diesen 3 bis 4 Stunden. Und sonst nichts. Ich war nett unterhalten, aber wirklich was mitgenommen habe ich nicht. Und die Erkenntnis war, was mir eigentlich auch hätte auffallen müssen. Ich stehe nämlich direkt dort an dem Problem. Es gibt wohl Leute, die benutzen, anstatt Mauern, weil die halt sehr teuer sind, zu bauen und man dafür diese Steine braucht, benutzen die Rohre, um die Aliens abzuhalten. Wo wir gerade von den Aliens reden, sie sind schon wieder da. Die bauen dann einfach um sich rum so Rohre oder zum Beispiel um sowas wie Geschütztürme. Baut man einfach überall ein Rohr rum und dann kommt die nicht so schnell in die Geschütztürme. Und das klingt ja vom Prinzip her schon ziemlich genial, ne? Können wir uns im Hinterkopf behalten. Ich droppe das direkt am Anfang, diese Information. Nicht, falls sich jemand fragt, warum hat die denn jetzt auf einmal ihre Taktik geändert? Ich bin da sehr transparent. Genau, und hier haben wir die tolle Produktion von blauen Intelligenzfläschchen. Researchfläschchen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Forschungsfarben. Ist der Spieleton an? Ich höre irgendwie gar nichts. Ah ja, ich habe einfach zu leise gemacht. Okay, gut. Das ist. Oh, gut. Ein einfach zu erkennender Fehler. Genau, ich werde jetzt noch nicht, glaube ich, zu den Blauen gehen können, weil ich das einfach noch nicht habe. Also, es ist noch nicht angekommen, sozusagen. Landaufschüttung. Erforschen. Ich brauchte nämlich, wenn ich mich nicht irre, oh, das ist schon wieder ein zweiter Angriff, oh, noch mehr Fließbänder. Ich guck mal, was die Aliens uns Schönes dagelassen haben. Wo ist es? Rot ist doch aber, wenn es beschädigt ist, oder? Wenn irgendwas beschädigt wurde. Ah, da sehe ich schon. Die Taktik würde bei mir gar nicht funktionieren mit dem Rohan, oder? Weil ich das immer per Greifarm beliefere. Oder ich mache überall einen langen Greifarm hin. Dann kann ich das mit den Rohren, glaube ich, realisieren. Es bleibt spannend.
Ja, es werden zunehmend mehr Leichen. Ich mag das. Ich mag diesen Geruch nach Käferkadaver. Ah ja, hier. Solarmodule. Ich erinnere mich auch daran. Ist es schön oder ist es schön? Ich finde, das ist schön. Und dann ist wahrscheinlich der Plan jetzt, was die blauen Fläschchen angeht. Haben wir da einen Plan? Ach Gott. Das Schlimme ist, dass ich jetzt schon so in einem Lockenfahrt bin, dass ich nicht mehr in der Lage bin, alles abzureißen. Ich habe da auch einfach Hemmungen, ich als Mensch persönlich. Jetzt zum Beispiel bei Anno auch, kann ich einfach nicht. Ich kann nicht alles abreißen und neu bauen, das geht nicht. Aber wir versuchen, das mal logisch zu ergründen, das Problem, was sich uns bietet. Aber dafür brauche ich jetzt trotz alledem erstmal ein paar hier Platten und so Stuff. Platten und so Stuff. So. Zum Beispiel. Also, weil hier unten ist ja das, war ja meine geniale Idee. Vergangenheitsanna hat sich was dabei gedacht. Dass hier die Kohle auch angeliefert wird für den Heizkessel. Das heißt, wir können jetzt hier nicht 4 Bänder machen. Also 2 Bänder mit jeweils 4 Dingern. Was? Oh, das war schon wieder der falsche Knopf. Mann! Ich wünsche, man könnte auch Sachen zurückbauen, wenn man sich vertan hat. Also das. Von wo nimmt das? Von da? Also wenn ich jetzt da noch ein Fließband ankommen lasse, dann würde das funktionieren. Und das würde ich ja hinkriegen. So, hier. Das müsste dann wahrscheinlich da auch aus dem Boden kommen, schätze ich mal. Genau, wir ziehen das jetzt von hinten auf, quasi, die ganze Chose. Weil es ist einfacher manchmal zu wissen, wo man hin will, anstatt zu gucken, wo man herkommt. Ja, das könnt ihr euch aufs T-Shirt drucken, den Spruch, der ist genial. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich möchte, dass es da rauskommt. So. Ah, das ist interessant. Die Dinger kann man nicht drehen. Währenddessen. Ich komme mir vor, als hätte ich mein erstes Laufband heute bauen hier. Laufband-Legesthenikerin bin ich heute. So. Und das muss ich jetzt doch einfach nur noch in der Mitte treffen, die ganze Geschichte. Und dann haben wir es doch. Was ist das? Lagertank. Oh, da können Flüssigkeiten drin gelagert werden. Interessant. So. Ich weiß, ich überlege ernsthaft, ob es sinnhaft ist. Ach, ich glaube, das kriegt man nicht realisiert, ne? Alleine durch die Problematik, dass man nachts keinen Strom hat. Jetzt bräuchte man sowas wie bei Oxygen Not Included, wo man so zeitenabhängig zum Beispiel dieses tolle Pumpkraftwerk immer nachts laufen lässt und alles andere lässt man also dann tagsüber laufen, die Solarmodule. Die Angriffe häufen sich. Oder es ist jetzt, kommt mir einfach nur so vor gerade. Weil wir gerade frisch rein starten. Fresh sind. Ich finde auch, das braucht man bei Factorio. Also, ich feiere das total, dieses Spiel, aber ich kann nicht. Ich glaube, wenn ich hier irgendwie 5 Stunden sitzen würde, ich würde irgendwann den Verstand verlieren.
Das ist genau wie mit Uni-Aufgaben. Irgendwann bist du so im Tunnel, du kannst gar nicht mehr klar denken. Oh, das ist noch ein weiter Weg. Oh, das ist noch ein weiter Weg, du. Ich muss hier durch dieses ganze Brimborium hindurch. Das wird ganz schön complicated. So, in der Zeit haben wir spontan noch was erforscht. Also, ich forsche ohne Plan, ne? Ich weiß nicht manchmal, ob das gut ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber rückwärts bauen ist nicht einfach. Ich stelle das gerade fest, es ist nicht so leicht. Dauerhaft rückwärts zu bauen. So, ich kann jetzt Land aufschütten für 20 Steine das Stück. Ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist. Aber ich könnte jetzt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, nichts geht mehr. Ich habe übrigens Granaten. Ich wollte immer mal ausprobieren, ob man die selber benutzen kann. Ob ich die jetzt selber werfen könnte auf Aliens oder nicht. Mann, das wollte ich nicht bauen. Oh, ich habe schon wieder irgendwas anderes gebaut. Verdammt. Es ist ja eigentlich egal, wie lange ich die baue, oder? Da rein, da raus. Es ist eigentlich Verschwendung, wenn ich sie zu kurz baue. 7! Okay. Aber ich verliere ja nur, wenn sie mich angreifen, ne? Solange sie nur Dinge, Gegenstände kaputt machen, habe ich ja eigentlich kein Problem. Dann kann ich das Spiel ja nicht verlieren. Ich glaube, man verliert nur, wenn man selber aufgeht. 3. So, ums Eck. Und dann wahrscheinlich hier rüber, da lang, da lang, da lang. Geradeaus, 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 geradeaus. Links, 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 links. Und da so treffen. Hier so treffen ist der aktuelle Plan. So, und bei dem Gameplay, was ich gesehen habe, hat die Person direkt am Anfang so viele gebaut, etwa wie ich, und das direkt automatisiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist aber auch so, immer so mein Anno-Problem. Ich löse das Problem einmalig für eine Kleinigkeit, aber es skaliert halt überhaupt nicht. Ich muss immer wieder ranzimmern, weil die Probleme ja nicht weniger werden. Und ich gehe nie so in Vorleistung, dass ich erstmal eine Weile aushalte, bevor ich nachlegen muss. Mach ich einfach nicht. So. Weil wenn ich jetzt sage, wie? Ja, gut, das ist die Überschrift über diesem Spiel. Wie? Wie soll ich das machen? Ich könnte... Also ich habe halt ein schlechtes Gewissen damit, noch mehr elektrische Erzförderer zu machen. Aber man sieht ja eigentlich, dass zum Beispiel bei Kohle einfach kein Problem für mich ist. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich gehe wieder zurück. Oder ich verbinde das Alte und das Neue so ein bisschen miteinander. Und ich gehe auch auf normale, feuerte Erzförderer. Einfach nur damit, weil davon, ich glaube, darauf reagieren die Aliens nicht. Auf die normalen. So, und warum will ich das machen, damit ich mehr Eisen kriege? Schau, der hier hinten, der kann ja gar nicht. Der hat ja kompletten Mangel an Komponenten. Da kommt ja gar kein Stück Eisen bei ihm an. Hier hinten. Das wird ja alles vorher weggefuttert. Habe ich jetzt direkt zweimal gedrückt. Das wollte ich nicht. Da ist mir die Maus ausgerutscht. Ich glaube übrigens, ich habe die Vermutung, dass meine Maus, also ich lüge, wie alt bin ich? 27? Also ich sage jetzt mal, die ist bestimmt schon 12, 13 Jahre alt. Minimum. Und ich glaube, sie geht langsam kaputt. Das habe ich nämlich am Freitag bei RimWorld festgestellt. Die klickt manchmal, obwohl man nicht klickt. Und ich glaube, das ist ein kleiner Defekt, den sie da hat. Ist meine Vermutung. So. Wie kriege ich das am besten hin?
Ist ja eigentlich ganz einfach. Ich muss das hier hinstellen. Dann. So. Ich brauche halt einfach mindestens einen zweiten Erzofen, der nur für mich arbeitet. Sonst komme ich immer in diese Lücken. Immer in diese Pausen. So, hier ist Strom. So, weil jetzt habe ich es geschafft. Ohne viel Tralala. Und doch, der verschmutzt auch die Umwelt. Sogar mehr noch als der andere. Der verbraucht 12 pro Minute und der 10. Ja, dann ist das natürlich albern. Dann ist das natürlich albern. Nee, dann hau ich lieber noch einen Befeuerten dahin. Also einen elektrischen. Wenn ich etwas mehr hab. Da mache ich das. Damit ich nichts anfangen kann. Es ist an Tragik nicht zu überbieten, mein Dasein hier. Und bitte. Wie viel produzieren die? Abbautempo 0,5 Sekunden. Das bedeutet, jede Sekunde produzieren sie 2. 21. Sind es immer 2, die da rauskommen? Sieht aus wie 1. 0,5 Sekunden. Eine Sekunde sind 2 Erz. Aber es wirkt nicht so. Ich vermasse das mal. 21. Ja, gut, kommt ungefähr hin. Man sagt ja immer, wenn man 21 sagt, dann dauert es eine Sekunde. Okay, und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es tut mir leid, aber um Mathe kommen wir hier nicht rum. Ich habe auch von der Uni bekommen, gratis, so einen tollen Block. Eigentlich bin ich schon seit ungefähr 3 Jahren papierlos in der Uni unterwegs. Aber jetzt habe ich in so einer Campus-Tüte habe ich einen tollen Block. Oh nein, jetzt habe ich mich verklickt. Sieht man es wieder? Ja. Habe ich so einen tollen Block bekommen. Also, ich schreibe mir das mal hier auf 0,5 Sekunden pro. Oh. Ich schieße mit. Okay, hat sich erledigt. 0,5 Sekunden pro Eisen. Das bedeutet 2 Eisen pro Sekunde. Wir haben gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erzförderer, von denen aber nur 5 da vorne einzahlen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das hier ist ja wohl das Dümmste überhaupt. Warum drehe ich das nicht einfach? Kann ich mir die Dinger hier sparen? Also manchmal. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das bedeutet, wir kriegen pro Sekunde 2 mal 5 sind 10. 10 Eisen pro Sekunde. Unsere aktuelle Produktion. So, wir haben 8 Schmelzöfen. Ein Schmelzofen hat ein Herstellungstempo von 1. Welche Einheit das ist, wir wissen es nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist eine Sekunde. Was bedeuten würde, er bekommt ein Eisen und in einer Sekunde macht er eine Eisenplatte daraus. Wir können wieder versuchen, es ungefähr nachzuzählen. 21. Nee, das scheinen mir eher 2 Sekunden zu sein. Vielleicht vergehen die Sekunden hier anders. In dem Spiel. Aber wir können das gerne nochmal vergleichen. Mit diesem Liken. 21. Ja, okay, ich atme noch aus. Dann ist das fertig. 21. 21. Es ist doppelt so lang. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Könnte eine Verschwörungstheorie sein? Ich glaube nicht. Aber das ergibt halt wenig Sinn, ne? Kann ich mehr Informationen? Ich hätte gerne mehr Informationen. Aha!
Ach nee, das ist Wasser baut. Herstellungstempo 1, Umweltverschmutzung 2, die Minute ist auch heftig. Alles verschmutzt die Umwelt, ey. Das muss man wirklich aufpassen. Ja, ist halt 1. Das Herstellungstempo ist halt 1. Und Abbautempo ist 0,2. Ach, witzig. Der ist wirklich schneller als der andere. Der ist 0,25 pro Sekunde. Das bedeutet, der macht 4 Erz pro Sekunde. Hat dafür ein kleineres Abbaugebiet und eine höhere Umweltverschmutzung. Wow. Ich bin begeistert von dieser Erkenntnis. Ich glaube, ich gehe wieder zurück zu meinem Ursprungsplan. So ein kleiner Erzförderer schadet doch keinem. Wie jetzt? Da ist der Mast im Weg. Ich glaube nicht, dass der da im Weg ist. Gut, dann müssen wir jetzt aber nochmal neu rechnen. Tut mir jetzt leid. Wir haben 5. Also auf die Anzahl können wir uns, glaube ich, verlassen. Die 10 Eisen pro Sekunde sind uns sicher. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der wirklich 4 produziert. Was ich glauben muss, hätten wir 14 Eisen pro Sekunde. So, gehen wir jetzt mal davon aus, der macht in einer Sekunde eine Eisenplatte. Was er nicht tut, er macht eigentlich in 2 Sekunden eine Eisenplatte. Zumindest ist das mein Gefühl. Also ich kann jetzt eine Stoppuhr rausholen, aber ich krieg's ungefähr eine Sekunde einzuschätzen. So, und das sind eher 2 Sekunden pro Eisenplatte. Oder macht der immer 2 hier am Ende? Nee, es ist immer 1. Also gehen wir mal davon aus, der macht in 2 Sekunden eine Eisenplatte. Ich schreibe mir das alles auf, ich sag's. 2 Sekunden eine Eisenplatte. Das bedeutet, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 8. Das habe ich schon dreimal nachgezählt, ne? Das heißt, wir machen 8 Eisenplatten pro 2 Sekunden. Das sind 4 Eisenplatten die Sekunde, wenn man das runterrechnet. Für eine Eisenplatte brauchen wir ein Eisenerz. Da steht Herstelldauer 3,2. Braucht der 3,2 Sekunden? Da müssen wir nochmal von vorne rechnen. Wahrscheinlich heißt das Herstellungstempo 1, dass er nicht länger braucht als da angegeben, sondern dass er genau 3,2 Sekunden braucht. So. Oh, der Sprengstoff. Rechne gleich weiter. Aua, ich habe mich verklickt. Mit den Rohren, den Plan, den kann ich erst später umsetzen. Sprengstoff. Was ist das? Fortgeschrittene Elektronik. Das sind jetzt schon alles die drei. Die Dreier-Dinger. Hier, Leistungsforschung, mehr Leistungs, mehr Forschung. Mehr Leistung, mehr Forschung. Also, wir haben ich schreibe das nicht, ich setze es durch. In 3,2 Sekunden haben wir 8 Eisenplatten. Das bedeutet, wie kriegen wir das auf eine runde Zahl? Das Doppelte sind 6,4. Das muss ja irgendwann was rundet werden. 6,4, 8,12. 8,12, das gibt's gar nicht, das ist gar keine Zahl. Ich meinte 12,8. 12,8 ist gut. Das sind dann 13, 14 und 16. Ja. 16 ist die Hälfte von 32. Zufall? Ich glaube nicht. Okay, ich benutze jetzt den Taschenrechner. Das wäre ja dann 16 durch 3,2 werden 5. Exakt. Exakt 5. Das bedeutet, wir bekommen in 16 Sekunden 40 Eisenplatten. Können wir uns später merken. Das ist ein Zwischenschritt.
Verdammt. Ich dachte, da hätte ich meine Textmarker. Ich habe meine Textmarker verloren. Sie sind hinfort. Sie waren immer dort, aber jetzt sind sie hinfort. Gut, dann muss ich das mit einer anderen tollen Farbe markieren. Zurück durch, Anne. Lass es lieber. Lass es lieber. Keine Ahnung. Wir nehmen das. So. Das ist schon mal safe. Alle 16 Sekunden, also 16 Sekunden dauert die Produktion von 40 Eisenplatten insgesamt. Über alle. Das scheint mir sehr wenig zu sein. Oder bei einer. Nee, nee, nee. 3,2 pro Dings und wenn alle 5 mal so viel Zeit haben, dann machen die in 16 Sekunden 5 und das sind 40. Gut. Also. Zurück zum Eisen. Jetzt sieht man übrigens schon, dass das voller läuft. Ja gut, man kann auch einfach gucken. Ist auch eine Möglichkeit, aber ich versuche das jetzt auszurechnen. In meiner Hoffnung rechne ich das auch einmal aus und dann war es das. Und dann rechne ich das nicht mehr aus. Hier steht übrigens immer wenig Strom, Strom, wenig Strom. Es scheint langsam unsere Stromproduktion nachts an seine Grenzen zu kommen. Okay, also der baut 0,5 pro Sekunde ab, also 2 Eisen pro Sekunde. Das sind in 16 Sekunden sind das 32 Eisen. 1 in 16 Sekunden 32 Eisen. Wir haben 5 davon. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 32 sind 160 Eisen pro Sekunde. Plus die wir von hier kriegen, was ja pro Sekunde 4 sind. 4 mal 4 pro Sekunde, 4 mal 16. 64. Das sind 224 Eisen pro Sekunde. Unsere Produktion. Nicht pro Sekunde, pro 16 Sekunden. 16 Sekunden. Das wäre sonst ein bisschen viel. So. Genau, und 40 Eisenplatten kriegen wir da raus. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit. Du brauchst pro 3,2 Sekunden ein Eisen. Das heißt, du brauchst 5 Eisen a 16 Sekunden. Das kann ja gar nicht sein. Dann hätten wir ja Material bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich merke jetzt, dass es sich verbessert hat, aber ich will ja wissen, wie viele von den Eisenschmelzen könnte ich potenziell bauen. Das ist ja das, was ich wissen will. Das ist mein Begehr. Ich mache mal kurz eine Denkpause. Manchmal braucht man das. Ich brauche das manchmal. Ich bin nur direkt ums Eck. So. Jetzt, der Baum liegt im Weg. Mach ihn halt weg. Weg damit. Natur. Wer braucht denn sowas? Ja, mag ich nicht. Will mir nicht. Rein da, raus da. Oh, fast. Wir haben sie fast zusammen. Dann hier rein, da raus. Nee, andersrum. Da rein, da raus, so. Redig. Oh, wir haben die Verbindung bis nach oben. Fertig. Warte. Cool. Ah. Angriff. Die kommen ja nicht mal ran da an mich. Beziehungsweise an meiner
Geschütztürme. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Ne? Also man kann hier halt so rumbauen. Wenn man das möchte. Also es kostet halt nur eine Eisenplatte im Vergleich zu Mauern. Das ist halt ein günstigerer Schutzmechanismus. Jetzt kommen die da gar nicht mehr ran an den Geschützturm. Mach das nochmal schnell bei dem anderen auch. Man sieht ja, da sind sie ja immer schon. So. Also, zurück zu meinem Grundproblem, zu meinem Ausgangsproblem. Ich möchte wissen, wie viele Eisenschmelzen, Schmelzöfen ich bauen kann bei der Menge an Eisen, die ich gerade bekomme, rausbekomme. Weil das Eisen wird ja wirklich nur benutzt zum Schmelzen. Der Gedanke liegt nahe, dass es inzwischen zu viel ist, sonst würde das hier nicht alles so liegen bleiben. Die Frage ist aber auch, ob ich überhaupt mit dieser Art von Aufbau, die ich hier habe, wenn ich genau ausreichend viel mache, ob das dann überhaupt hinten ankommen würde. Ich glaube nämlich nicht. Weil ich, also, wir gehen mal davon aus, der hier fängt an. Der kriegt das Erste. Dann ist 3,2 Sekunden Zeit für das Nächste zu passieren, bevor der hier das bekommt. So, und irgendwie wird der doch hier, das dauert ja nicht nur 3,2 Sekunden bis da hinten, schon wieder ein zweites brauchen. Bis da hinten. Und deswegen kommt es dann gar nicht der Ansatz. Ich glaube, wir müssen mit einer etwas, ja, mit einer Überproduktion halt leben. Grundsätzlich, sonst wird es nicht gehen. Zumindest nicht mit diesem Geradeausaufbau. Wir könnten jetzt darüber spekulieren, wenn wir es nebeneinander bauen, ob es dann besser ist oder ob wir das irgendwie anders lösen könnten. Aber ich weiß, dass ich hier sehr lange dran geschraubt habe an diesem Weg. Und dass es nicht so einfach war. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist ineffizient. Und es liegt nicht daran, dass wenn ich mal was bauen will, mir direkt die Eisenplatten dafür fehlen. Das ist auch irgendwie einfach so ein Grundproblem. Es ist wie an der Uni, ne? Ich sitze hier und kann diese Matheaufgabe nicht lösen. 224 Eisen pro 16 Sekunden. Und 40 Eisenplatten pro 16 Sekunden. Und 8 Eisenplatten 3,2 Sekunden. Und wenn wir das auf 3,2 Sekunden runterrechnen, mit dem Eisen bekommen wir 4, 5 Eisen, 5 mal 5 sind 25 Eisen. Oh, 3,5 Sekunden sind es dann aber. So, wir haben 8 Dinge. Also eigentlich, wenn meine Logik Sinn ergibt, könnten wir noch doppelt so viele Schmelzöfen bauen. Dann würden wir nämlich 16 Eisenplatten pro 3,2 Sekunden, 16 Eisen pro 3,2 Sekunden konsumieren. Wo wir 25 pro 3,5 Sekunden liefern. Das ist ja immer noch eine leichte Überproduktion. Ich meine, das Potenzial ist genau, hier ist ja eine Lücke. Das Potenzial, einfach hier noch mit meinen Schmelzöfen reinzubauen, ist ja da. Das besteht ja. Wir müssten dann nur ein paar lange Greifarme haben. Und so. Die dann von hier so das Eisen holen. Die Kohle meine ich. Holen. Oh, das wollte ich nicht bauen. Nee, mach mal Schluss hier. Mach mal aufhören. Mach Schluss, mach aufhören. Aber man könnte das benutzen. Bauen wir doch eins. Das Spiel denkt sich auch, Mann, kann die sich mal entscheiden? Nee, kann ich nicht. Ich entscheide das immer ganz spontan. Hier so. Blub. Und dann gehen wir nochmal unterirdisch. Ich muss mir hier merken, dass ein Bauauftrag immer schon zu zwei Dingern führt. Jetzt wird es halbe aufgeteilt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es richtig angekommen ist.
Ja. Da lieber dahin. Also muss das hier stehen. Zwei. Es ist jetzt parallel, ne? Ja. Und da sehen wir, dass wir das hier ums Eck geben müssen. Oh, es fehlt genau eins. So, und dann die Greifarme selbstverständlich. Und die langen Greifarme, die brauchen wir auch noch. Hier, man nehme das, das. So, ich würde dann einfach hier noch eine zweite Reihe bauen. Gönnt sich ja sonst nichts. Eine zweite Reihe an Zahnrädern. Man kann übrigens auch Zahnradmaschinen bauen. Vielleicht mache ich das jetzt mit den zusätzlichen Eisenplatten. Ich muss ja jetzt dann die Eisenplatten irgendwo hinlegen. Das ist ja ein Problem. Aber ich versuche keine Probleme zu sehen, sondern nur dornige Chancen. Ne? Kennen wir ja. Den Spruch kennen wir ja. Thank you. Glaubt ihr, wir können jetzt schon eins von diesen anderen Dingern da erforschen? Ich kann noch effizienter übrigens forschen. Würde ich jetzt mal direkt machen. Ich glaube, lohnt sich mehr, als jetzt schon direkt überzugehen. So, ihr bekommt alle noch keine Kohle. Das liegt daran, dass ich euch noch nicht genug mit langen Greifarmen ausgestattet habe. Oh, 9 Beschädigungen. Es beschädigt immer mehr. Das Alienvolk beschädigt immer mehr. So, und wohin jetzt mit den Eisenplatten? Ist die Frage. Ich brauche ja jetzt noch Greifarme, um das da rauszuholen. Ich kann jetzt nicht. Doch, das geht. Ja, dann machen wir das einfach so. Kommen die sich ins Gehege? Oh, witzig. Ja, die Idee gefällt mir. Die Idee finde ich gut. Das machen wir so. Die legen das vielleicht hier nicht. Das ist ja auch dann ganz gut. Dann habe ich den hier noch für mich zum Beispiel. Das ist ja immer ganz sinnvoll. Ich gebe hier mal ein bisschen was ab. Wenn ich weiß, dass ich das nur für mich benutzen kann. Du gibst auch ab. Du gibst auch ab. Da habe ich die zwei noch nur für mich. Schön. Ich kann nicht. Nee, das geht nicht. Nee, nee. Auch, dass die alle mit Strom versorgt sind. Einfach so. So einfach kann es sein manchmal. Ich bin begeistert. So, und jetzt beobachten wir mal die Eisenverteilung. Ich glaube, die bricht zusammen. Die Eisenerzverteilung. Da passiert genau das, was ich dachte. Das kommt jetzt hier hinten nicht mehr an. Also irgendwas muss an meiner mathematischen Kalkulation ganz klar schieflaufen. Aber ganz klar läuft da irgendwas schief. Du gibst es... Was machst du denn da eigentlich? Was ist diese Eisen... Wofür ist diese Eisenzahnradfabrik? Sie gibt... Okay, dahin ab. Hierhin. Und dann hier, all the way to this one. Und hier wird es wohin gegeben? Hierhin und hierhin. Okay. Das wird auch abgegeben dahin. Das hat keine Munition mehr. Das kann aber auch nicht sein eigentlich. Da ist ein volles Fließband neben dir. Du musst es dir nur nehmen.
gehe hin und nehme. Ich brauche einen Schaltkreis. Sorry, Leute. Muss kurz Schaltkreis looten. Das war der falsche Knopf. Egal. Er reicht ja für den Greifarm. Vielleicht habe ich es nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte, noch einen Strommast zu bauen. Kupferplatte. F muss ich doch einmal nur drücken. Was habe ich denn jetzt schon wieder angerichtet? Hä? Ja, F. F ist richtig. Warum soll der hier Kupferplatten kriegen? Ah ne, der kriegt Eisenplatten. Die kommen nur auch da an. Das ist reiner Zufall. Sonst nichts. Ja, Kupferplatten habe ich zu viel, offensichtlich. Wieso, Anne? Wieso kannst du nicht rechnen? Frage ich dich ernsthaft. Und wo greifen sie an? Oh je. Das war jetzt aber mal eine neue Angriffsgegend hier. Vor allem hätte ich auch einfach rumgehen können um die Mauer. Gut, ist ihnen nicht eingefallen. Kann ich mit leben. Ja, das reicht nicht. Mein Eisen. Das reicht nicht. Also, vielleicht reicht es theoretisch, aber es reicht praktisch nicht. Dadurch, dass die immer das den Feuer wegschnappen. So, da hinten kommt gar kein Eisen an. Man kann ihnen auch nicht sagen, irgendwie macht es schlauer. Das ist halt von der Idee. Einfach mal sprechen mit dem Spiel und sagen, macht es schlauer. Ob das eine gute Idee ist. Also ich habe das Gefühl, ich bin maximal ineffizient. Ich weiß auch nicht warum. Da habe ich theoretisch meine Eisenplatten, meine Eisenproduktion nochmal erhöht pro Sekunde, um... oh, ich fahre hier durch die Gegend. Hier pro Sekunde 4x16 hatten wir schon mal. Das sind irgendwie 84 oder was? Nee, 64. 8. 288 Eisen. Pro 16 Sekunden. Trotzdem nicht zu besseren Ergebnissen. So. Ich war hier oben gar nicht fertig, stelle ich gerade fest. Die blauen Forschungspunkte, die kommen gar nicht überall an. Hier zum Beispiel nicht. Huch. Da müssen wir nochmal die Stromversorgung umbauen. Nicht schlimm. Also sie haben das jetzt, aber sie verbrauchen das hoffentlich noch nicht, weil ich habe ihnen ja eigentlich noch gar keinen entsprechenden Forschungsauftrag gegeben. So. Jetzt hätte ich sogar noch Potenzial für das die fünfte Farbe, die hier auf der linken Seite ankommen zu lassen. Das ist dann wahrscheinlich... ist das Rot schon, was ich habe? Nee, was noch kommt. Was ist denn die fünfte Farbe? Orange? Lila. Kann es sein. Zum Beispiel. Ja. Lila. Könnte ich dann da ankommen lassen. Also wenn man so plant, braucht man 1, 2, 3. Es gibt da noch eine andere. Grün hatte ich ja gerade. Nicht grün, sondern orange. Wie viele Farben gibt es insgesamt? 1, 2, 3, 4, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Also du brauchst eigentlich nur 3 Fließbänder, um die Dinger voll zu versorgen. Bei mir wird es nicht klappen, weil ich habe hier Kohle. Das ist das Problem. Oh, das sieht hier übrigens auch nicht so gesund aus, wenn ich das mal sagen darf. Nicht mehr ganz so fresh. So. Ja, das hätte ich mir komplizierter vorgestellt. Ja, das muss wirklich einfach nur ankommen und dann ist die Sache geritzt. Und geregelt. So. Boah, wir haben echt viel Stahlträger offensichtlich. Ausgang voll. Wo wird es hingegeben, wenn es fertig ist? Hierhin. Und es dauert einfach so lange. Okay. Der braucht Mauer, Granate und das. Ja, es wirkt so, als ob das überproduziert hier, das Ding. Als ob da eigentlich 2 Maschinen von profitieren könnten. 2 Montagemaschinen, aber so wie ich das da auf den Haufen gebaut habe, würde das nicht gehen. Leider. Es ist schon echt chaotisch. Und das Einzige, was ganz schön ist hier, das ist so ab vom Schuss. Hier passiert nichts Schlimmes. Hier wird einmal ganz entspannt ein bisschen rumgecraftet. That's it. Ja, ich frage mich, also so manche Dinge kommen halt über. Ne? Munition viel zu viel. So viel brauche ich gar nicht. Die geht in alle Richtungen. Zu viel. Hier unten, nach unten geht es ja auch, glaube ich, ne? Irgendwo lang. Da. Die steht bis zum Ende hier. Da kommt sie her. Wahrscheinlich, weil sie einfach so einfach ist. Es braucht nur irgendwie 4 Eisenplatten und dann kann das abgehen, das Gewitter. So. Hier ist was fast kaputt. Die haben mir fast das Ding da kaputt gemacht. Ein Fließband. Ich glaube ja, alles hämmert. Bei denen. Repariert. Oh. Irgendwie habe ich es gespürt. Dass es wieder soweit ist. Aber ja, also irgendjemand hat gesagt, die sind so sehr viel aggressiver als sonst. Ich sehe es nicht. Also ich habe das Gefühl, sie sind exakt gleich. Persönlich. Auch interessant, ne? Was man hier so alles Schönes tut. Wahrscheinlich muss man das gar nicht ausrechnen. Das sagt dir schon, das Spiel sagt dir schon, was du hast. Das Spiel sagt, ich krieg 180 Eisenerz die Minute. Es schwankt sehr stark. Die Minute. Ja, und so 15 pro Sekunde. Wenn ich 15 mal 16 nehme. Ein bisschen weniger, als ich ausgerechnet habe. Ja, ein bisschen weniger, als ich ausgerechnet habe. Punkt. Ich wollte aber eigentlich wegen der Umweltverschmutzung, ne? Die machen immer noch nur 100% kleine Beißer. Gut, inzwischen trigger ich mehr Nester als vorher. Aber vom Prinzip her, hier scheint auch irgendwas zu sein. Ist irgendwas konsumiert. Gut, danke fürs Gespräch. Schaut mal, ne, ich habe 3 Kohle. 3 Kohleförderer. Und die fördern doch genau gleich schnell. Oder nicht? Das ist doch jetzt hier nicht schneller oder langsamer.
Entschuldigung. Ich hab mal, wie wenig wir da im Vergleich zum Eisen machen. Ich wünschte, es würde nicht so schwanken. Dann könnte man es besser sehen. Ich glaube, auf längere Zeit wahrscheinlich ist es einfach stabiler. 80 Pole etwa die Minute. 180. Das ist alles irgendwie merkwürdiges. Ja, wir machen 1,7 pro 10 Minuten. Willst du mir das sagen? Da habe ich ja wirklich Schmarrn gerechnet einfach. Dann kann man meine Rechnung ja gar nicht. Meinen Rechnungen gar nicht trauen. Dann sieht man eigentlich hier, wie so das Verhältnis ist. Aber dann haben wir eigentlich genug Eisen. So. Wenn man das so betrachtet, ist der Eisenwert höher als der Verbrauchswert. Genau wie für die Eisenplatten und für die Kohle knapp. Stein ist genau richtig. Wir haben ein bisschen mehr Kupfer, das spüre ich noch nicht, aber mag so sein. Produktion, Verbrauch. Wir verbrauchen sehr viel weniger Fließbänder, als wir produzieren. Wie kann das sein, dass ich... Okay. Vielleicht zähle ich da mit. Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass ich da mitzähle. Schusswaffenmunition 307. Also vom Prinzip her würde ich das jetzt mit dem Eisen so lassen. Schau jetzt. Ah, jetzt hat sich's hier wieder angesammelt. Okay, ich habe jetzt auch noch einen weiteren Gedings. Und hier sind ja auch ein paar mehr. Zwei, um genau zu sein. Ihr seht, ich rede mir das irgendwie schön. Ich rede mir das schön, dass das irgendwie passt. Okay, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Frage ich mich. Eigentlich läuft es ja immer alles darauf hinaus, mehr Forschung zu produzieren. Das ist so mein Gefühl, so dass es alles so hinläuft. So, und hier ist einfach das Problem, dass ja das nicht auf zwei ausdehnbar ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir Mühe gebe, schaffe ich das. Also, wir können grundsätzlich noch mehr Montagemaschinen für mich selber bauen. So wie eine Montagemaschine zum Beispiel, die mir Fließbänder produziert oder mehrere auch. Das geht durchaus auch. Das ist nicht auf eins begrenzt. Da ist auch noch mehr möglich. Wonach suche ich nach der Montagemaschine? Eisenzahnräder. Habe ich nicht genug Eisen, um Eisenzahnräder zu bauen? Doch. Ich habe nicht genug Kupfer, vermute ich. Darf ich das kurz an mich nehmen? Elektronischer Schaltkreis. Kupferkabel. Und Kupferkabel kann ich nicht selber herstellen. Okay. Und was nun? Was mache ich jetzt? Das ist ja auch interessant. Kupferplatten kommen hier nur an dafür. Und hier kommen noch mehr Kupferplatten an. Die werden nicht abgegeben, weil da voll ist. Okay. Also, ich will mehr davon. Dafür brauche ich mehr Stein. Das ist der einfache Part. Glaubt mir, das wird noch komplizierter. Denn ich bin jetzt gerade auch schon ehrlich wieder so, dass ich eigentlich, ach, eigentlich muss ich schon wieder von vorne anfangen. Das ist auch mein Sif-Problem, dass ich immer, ja, dauerhaft sage, ach nee, jetzt habe ich schon wieder irgendwie verkackt, lass mal von vorne anfangen. Und die Anfangsphase von so Spielen macht ja auch am meisten Spaß. Das ist ja das Problem. Weil es am unkompliziertesten ist, natürlich.
Weil es immer schön ist, oh, ich bin ja auf einer völlig neuen Landkarte, ich weiß noch gar nicht, wo wer ist und wer mir in die Quere kommen könnte und so. Und natürlich ist es entspannt. So, diese tolle Maschine bekommt von zwei Seiten Kupferplatten und das haut hin, ja? Okay. Ich überlege jetzt, dann kriegt der von hier, der kriegt von da. Ich könnte ja auch sagen, du kriegst jetzt außerdem von hier. Das ändert ja nichts daran. Das ist ja die gleiche Menge. Und dann gibst du die nicht hierhin ab, sondern auf ein Fließband. So. Das sind die so tollen Dinger. Hier kommen die Wände hin. Dann müssen wir das noch ein bisschen ziehen. Oh, das mache ich mir, glaube ich. Ja, wie soll ich sagen? Kompliziert. Ist nicht witzig. Aber ist doch ein bisschen witzig. Also, ich brauche die Möglichkeit, von beiden Seiten ranzugehen an zwei Montagemaschinen. Das ist wirklich nicht kompliziert. Montagemaschine 1 kann hier hin. Montagemaschine 2 kann hier hin. So, davon kriegt ihr diese komischen Steinwände. Ich kann auch einfach. Ne. So. Dann landen die hier. Das ist ja noch einfacher. Ne, Anne, nicht immer so kompliziert denken. Wir müssen wirklich beide Seiten der Fließbänder dauerhaft ausnutzen. So. Und zwei. Ja, da kommen jetzt die Dinger an. Hier kommt das an. Das passt. So, und jetzt müssen wir das nur noch da raus holen. Wie war da jetzt so unser aktueller Stand auf dieses Fließbandes legen? Das war der aktuelle Plan. Okay. Wie kriegen wir das hin? Ich finde, das ist eigentlich ein blöder Plan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist ein blöder Plan. Ich weiß nicht, was. Also, ich habe es mir jetzt ausgedacht, aber ich finde es blöd. Boah, neun Dinger sind beschädigt. Ich sollte da wohl mal gucken gehen. Ja, und Strom? Jetzt hier oder was? Es ist egal, wo der anlandet, ne? Der Spaß. Hauptsache, er landet hier hinter. Weil hier wird es sortiert. In links und rechts. Okay. Wie mache ich es dann? Weil das setze ich mich voll. Offensichtlich. Der Greifarm, ich könnte einen Greifarm reinbauen. In die Bretagne. Nicht die Bretagne, in die Walachei. So geht es, glaube ich, nicht. Ich weiß, das ist da noch kein Strom, ich weiß. Ist überall noch kein Strom. Könntet ihr ein paar produzieren? Nee, wahrscheinlich nicht. Könnt ihr nicht. Ich will sehen, ob das klappt. Ob der das hier hinlegt oder nicht.
Das ist auch spannend. Ne? Durch diese Einstellung hier kommt hier gar kein Kupfer an. Diese Dinger sind echt intelligent. Muss ich zugeben. Neidlos anerkennen. So, jetzt kommen sie. Ach, lustig. Da kamen jetzt immer zwei raus. Was passiert? Aha. Interessant. Das wird dann aber sehr schnell volllaufen, ne? Ja, ist auch nicht so schlimm. Vom Prinzip her ist das ja auch nicht schlimm. Dann läuft es halt voll. Also dann läuft dieses Band voll. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Gut. Wir haben mal soeben unsere graue Forschung verdoppelt. So, ich mache jetzt mal der Vollständigkeit halber hier zu. Ich mache jetzt hier mal zu. Ich mache nicht zu. Kann ich noch mehr? Vielleicht so ein bisschen? So 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht. Einer noch vielleicht. So. Und du weg hier. Ja. Haben wir dazu gemacht. Einfach mal so. Können noch eine Lampe hier hinbauen. Perfekt. 10 von 10. Schaltkreise für den Greifarm. Der Greifarm, der hier hinlegt. Ja, also ich weiß nicht, ob es schlauer ist, sich rechentechnisch hieran so zu orientieren. Zu sehen, wir machen jetzt, boah, hier die Minute von den Militär. Okay, das ist auch nur das Militärpaket. Ich weiß ja gar nicht, wie sehr ich das brauche später. Rot ist das, was ich noch nicht habe, aber auch noch nicht kann. Stimmt das oder stimmt es nicht? Ja, rot ist das, wofür ich noch eine vordere Forschung brauche. Oh. Es gibt ja noch... Was ist denn das für eine Farbe? Nee, das ist die... Genau, ich habe jetzt rot, grün, grau und blau. Und ich brauche noch gelb und weiß und lila. Oh. Es scheint mehr als 6 zu geben. Ich komme auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben. Das sind die, die wir schon haben. 1, 2, 3. Und 4 haben wir schon, also 7. Dann geht es ja doch nicht mit nur 1, 2. Hier geht es ja doch nicht nur mit 3 Fließbändern, braucht man 4 Fließbänder. Dann braucht man oben 2, unten 2. Für die volle Auslastung. Hä, wieso kommt denn hier kein Grüner an? Was ist denn hier los? Oh. Deswegen wird da nicht weiter geforscht. Oh, verdammt. Anne. Richtiger Fail. Ich dachte mir schon, oh, das ist aber eine langsame Forschung. Habe ich mir gedacht. Tja, das erklärt sich auch warum. Es fehlen Komponenten. Es fehlen Kupferplatten. Weil jetzt aus irgendeinem Grund hier Stahlträger angelaufen sind. Das war doch schon immer so. Bevorzugter Ausgang. Rechts. Halt, stopp. Scheiße. Habe ich es kaputt gemacht. Ich wollte nur gucken... Irgendwas stimmt hier nicht mit den Stahlträgern. Ach, ich habe die falsch... So war es wahrscheinlich gedacht, ne? Ja. Ey, manchmal drückst du auf einfach random irgendwo ein R und alles verschiebt sich. Und du fragst dich so, was ist da los? Und es hat sich einfach random verschoben. Wow, das sind viele Eisenplatten, oder?
da sage ich mal nicht schlecht. Hol da mal ein paar ab für mich. Gefällt mir gut. So, ich möchte mir jetzt, das ist jetzt mein Wunsch. Manchmal klickt der doppelt. Das ist, glaube ich, das Problem von meiner Maus. Der klickt doppelt und nicht nur einfach. Da oben. Gerne schon die angeschlagenen Wände zuerst. Ne? Wie bei RimWorld, immer das, was kaputt ist, zuerst reparieren. Ganz wichtig, zuerst die Türen bauen. Was brauche ich denn dafür? Kann ich das überhaupt machen? Da brauche ich ja wieder Eisenzahnräder. Eisenzahnräder in eine Montagemaschine für Zahn, für Dings, Dingensbummens. Da liegt noch ein bisschen Kohle. Das muss ja nun nicht sein. Denke ich mir. Ich denke jetzt mal groß. Ich mache jetzt zwei. Es ist soweit. Ich bin an dem Punkt des Spiels angekommen, wo ich groß denke. Wie mache ich das jetzt? How to do it. Zwei Arme einfach. Brauche ich drei Arme. Hier einer. Da einer. Das Schöne ist ja immer bei diesem, wenn ich das für mich mache, sobald ich das nicht abhole, werden keine Ressourcen mehr verbraucht. Wenn das hier vollgelaufen ist auf 100 und ich einfach nicht vorbeikomme, Ausgang voll, das kann doch gar nicht sein. Kannst du nicht bis 100 produzieren? Oh, Entschuldigung. Hat schon gedreht. Und Eisenzahn, der kriegt ja von da. Hier ist bei 8 Schluss. Okay, dann muss ich das irgendwo wieder abholen. Vielleicht in eine Kiste? So, Kiste. Ja. Es ist ein Gewusel, oder? Ich habe das Gefühl, man kriegt so Motion Sickness, wenn man zu lange hinguckt. So, ich habe Dinge gelernt. Ich dachte, gelernt zu haben. Dass man so Kisten einschränken kann. Umschalttaste links klickt, verschiebt einen einzelnen Stapel. Steuerung links klickt, verschiebt alle Stapel dieses Typs. Wenn du rechts klickst, wie bitte? Wenn du rechts klickst, links klickst statt links klick für die oben genannten Tastenkürzel verwendest, wie wird die Hälfte der Menge verschoben? Okay. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, diese Greifarm befüllt das Seelmetall nicht vollständig. Dadurch können auch andere Greifarme noch Gegenstände verteilen. Wenn ein, ob zum Beispiel 5 oder mehr Stücke erhält, werden Greifarme keine weiteren hinzufügen. Somit kann der Brennstoff anderen. Das gilt auch für folgende andere Maschinen. Das ist mir schon aufgefallen. Hier. Indem man auf das rote X klickt. So vielleicht. Drei Kisten, drei Stapel, 100 Stück pro Stapel. Gut. Ich werde nie wieder Probleme mit Fließbändern haben. So, deswegen, weil das hier läuft ja schon voll immer mit meinen Materialien. Ich kann jetzt nicht sagen, mach noch weniger da rein, oder? Das geht nicht.
halt ja das Problem, dass hier hinten nichts ankommt. Blöd. Ich kann händisch. Ich stehe jetzt immer händisch hier und hole mir das Eisenerz und gebe es da hinten hin. So ist dieses Spiel gedacht. Bitteschön. Die drei Eisen. Ja, guck, es ist ja dann auch bald der Ausgang voll. Was das hier angeht. Dann kannst du ja dann sowieso nichts mehr machen. Okay. Läuft denn wenigstens die Forschung problemfrei? Das ist sehr wichtig festzustellen. Jawohl, tut sie. Das tut sie. Gut, fast kaputt. Jetzt kann ich auch mal, ich habe mich immer gewundert, ich konnte immer nur so ein Reparaturkit bauen und sonst nichts. Ich mache hier mal ein bisschen ungenutzte Dinger weg. Ich bin inzwischen schon ja, sehr häufig dabei, Dinge zu reparieren. Kann man das automatisieren? Kann man da nicht einen Roboter lang schicken, der spontan mal die Dinger repariert? Ich frage da nur aus reinem Interesse. Ohne weitere Hintergedanken. Die Doppelwände sind natürlich aber auch sehr schützend. Generell. Habe ich noch so viel Stein zufällig? 60 Ziegelstein. Wow. Ich kann eine Verteidigungskapsel bauen. Wollen wir einfach mal so eine bauen und gucken, was passiert? Ich habe echt keine Ahnung, was das soll, aber... Also, ich finde halt 45 Sekunden Lebensdauer, das wirkt halt wie nix. Nein, ich habe den Geschützturm abgebaut, das wollte ich nicht. Ich wollte doch den reparieren. Ja, wieso gibt er ihm denn nicht? Man gebe ihm. Okay, weird. Auch komisch, dass hier Käfer liegen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Boah, das kostet so viel, ne? Diese Steinplatten da. Es mangelt an Steinplatten. Steinwänden. Auch lustig, ne? Dass die militärische Komponente ausgerechnet Verteidigungselemente braucht. Für sich. Oh Gott. Ich schiffe das hier komplett einmal durch die Gegend alles. Das ist schon wild. Das ist schon wild. Es ist auch wild, dass hier einfach keine Käferchen angreifen. Finde ich. Ich freue mich natürlich, aber trotzdem. So, jetzt will ich die erste blaue Forschung also machen mit den blauen. Das ist ja genau die neue Forschung. Aber ich will auch irgendwas Cooles machen und nicht nur irgendwas sehr nützlich für Raumschiffe. Ich habe nicht so Gefühl. Aber dann, wenn ich das habe, kann ich die nächste Forschungsfarbe freischalten. Und das mögen wir ja, weil dann haben wir zu tun. Ah nee, da sind noch andere Dinge. Dazwischen machen wir das. Komm. So sieht es von der Perspektive aus, als ob man das direkt erforschen könnte. Kann man aber nicht. Man kann es nicht. Fortgeschrittene Elektronik. Wie sieht es denn hier aus? So grundsätzlich. Die roten Schaltkreise fehlen, weil nicht genug grüne Schaltkreise da sind. Weil nicht genug Kupferdraht da ist. Weil nicht genug Kupferplatten da sind. Weil hier gar kein Kupfer gemacht wird, weil ich das hier kaputt gemacht habe. Wahrscheinlich vor Stunden. Vor Stunden Spielzeit habe ich das wahrscheinlich kaputt gemacht. Und seitdem ist keine einzige Forschung produziert worden. Oh Gott. Manchmal frage ich mich, ob ich mich zu viel vornehme. Ob ich einfach... Ja, mir zu viel vornehme. Übrigens, random Schnack aus meinem Leben, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gesehen habt, aber manchmal gieße ich mehr ein. Und ich bin geneigte Sprudelwassertrinkerin. Auch im Stream.
jetzt wahrscheinlich nicht so gut ist oder eine Aufnahme, aber ja, so mache ich es halt. Und ja, ich bin zum Soda-Stream gewechselt vor einiger Zeit. Das hing damit zusammen, dass die Wohnung meines Ex-Freundes im 5. Stock ohne Fahrstuhl lag und dann war halt Tragen nicht mehr so das Ding. Und ja, ist halt auch teuer und keine Ahnung. Auf jeden Fall benutze ich diesen Soda-Stream sehr gerne und zahlreich, täglich, mehrmals. Und diese Flasche, wo der, also das ist diese fancy mit den Glasflaschen. Es gibt ja auch so Plastikflaschen. Und ich habe heute, das steht hier mal auf meinem Schreibtisch rum, ne? Ich habe mir heute was gekocht und ich wollte mir das zum Schreibtisch stellen, weil ich habe keinen Esstisch, ich habe nur diesen Schreibtisch. Ich habe eine Einzimmerwohnung, es ist alles ein bisschen klein und deswegen esse ich am Schreibtisch. Und natürlich bin ich einfach Opfer unserer Generation und gucke natürlich ständig irgendwas beim Essen auf meinem Computer, der auf meinem Schreibtisch steht. Ihr seht, da schließt sich der Kreis. Auf jeden Fall bin ich ja auch ein sehr tollpatschiger Mensch manchmal. Also manchmal frage ich mich echt, warum bin ich so? Ich mache so dumme Dinge manchmal, das nervt mich. Aber, naja, die dumme Sache, die ich jetzt gemacht habe, war, dass ich, während ich meinen Teller so in der Hand hatte, mit heißem Essen, bin ich aus Versehen gegen diese Flasche gegengekommen. Und sie fiel runter und sie landete volle Kanüle auf meinem großen Zeh. Ich versuche das Essen nicht auch noch durch die Gegend zu werfen, schaffe das auch. Aber hab den Schmerz meines Lebens. Ich dachte, nee, jetzt ist es soweit. Jetzt fällt mir da dieser Zehnagel ab oder irgendwas anderweitig Schlimmes passiert. Oder der Zeh ist gebrochen. Und keine Ahnung, es waren wirklich heftige Schmerzen. Und mir ist das schon häufiger passiert, weil diese Glasflasche, die Moral von der Geschichte kommt jetzt, die ist so stabil und schwer. Sollte ich jemals hier mit einem Einbrecher zusammentreffen in dieser Wohnung, werde ich mich damit verteidigen. Weil da wächst kein Gras mehr. Wo das Ding dich trifft, ist vorbei. Da ist wirklich vorbei. Da machst du nichts, da guckst du nur, sage ich. Ich habe jetzt fünf Roboter, die mich 45 Sekunden lang unterstützen. Wow. Ich will das wegmachen. Mach es weg. Weg. Danke. Also mein nächstes Ziel wäre ja, das hier kaputt zu machen. Dieses Lager. Wir haben ja schon, ich weiß nicht, wir können mal gucken gehen. Theoretisch. Das mag ich übrigens immer, wenn man das so durchsneakt. Ich weiß nicht, ob wir das noch finden, aber wir hatten hier ja einmal schon ein kleines Nest kaputt gemacht. Wo lag das denn? Ich hoffe, die sind nicht gespawnt. Hier sind übrigens noch Steine. Wo ist es denn? Es war auch nicht so weit weg. Oh. Das ist aber neu, oder? Oh je. Da sind ja mehrere von den Nestern. Okay. Speiernest. Das fällt mir jetzt spontan erst auf. Das ist aber noch nicht da. Die sind doch gespawnt. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die Angriffe zunehmen. Ich würde mich übrigens wohler fühlen, wenn jetzt tagsüber wäre. Aber es ist wohl nicht drin. Ich glaube, es war hier. Ich glaube, es ist einfach verendet. Ja, wie bereitet man sich vor auf sowas? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also vom Prinzip her könnte man so Dinge machen wie, dass man halt Geschützschirme baut und dann so ein bisschen Material einsammelt. Zum Beispiel hier so ein paar ihr wisst schon was. Dinger. Und dann können wir ja Munition. Dann können wir ja hier mit den Dingern da einen Schutzwall drum bilden. So ein bisschen die Einigel-Taktik. Sie sammeln sich schon. Sieht man schon. Feuerrate 1,7. Trefferpunkte.
Also ich würde jetzt hier so eins hinbauen zum Beispiel. Würde da jetzt erstmal, ja, so 18 Dinger reinpacken. Würde ich das jetzt hier so rumbauen? So. Und so geht man da jetzt näher ran. Weil also ich glaube, sobald keine Gegner mehr da sind, kann man die gut wegmachen. Die Krabbelkäfer, Nester. So. Munition verteilen. Und dann wäre halt das Ziel, die, ja, hier hinzulocken, um alle zu töten und dann die Nester kaputt zu machen. Wünscht mir Glück. Kann klappen, muss aber nicht. Und ich habe so einen Schiss. Ich hasse ja sowas. Ich würde mich am liebsten einfach verkriechen unter meinem Bett und mit niemandem interagieren müssen. Ah. Oh, die sammeln sich richtig. Oh, es ist. Und jetzt, okay, Mittelklick, um Verknüpfung zu löschen. Wenn in Hand gehalten, Linksklick, um zu werfen. Reichweite 20. Können wir noch welche von denen bauen? Brauchen wir Eisenzahnräder. Wieso habe ich keine? Ich habe kein Eisen mehr. Okay. Wir setzen das um. Den Plan, aber wir holen uns noch ein bisschen Material. Ich will das kaputt machen jetzt. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das scheint mir wirklich eine Bedrohung zu sein. Plötzlich. Ich hatte mal bei Siedler, beim Standard-Siedler, auch so eine Taktik. Da war so eine, ich weiß gar nicht, bei Siedler 2 oder so, eine Kampagne, wo du, wenn du, sobald du dem Gegner offenen Krieg erklärt hast, hat er dich sowas von niedergemetzelt, dass du nicht mal dreimal, also nicht dreimal gucken konntest. Und dann habe ich das auch so gemacht, dass ich immer so Katapulte gebaut habe. Katapulte gebaut habe, um immer deren komische Türme da, mit denen man dieses Landesgebiet da vergrößern konnte, damit die kaputt gehen. So, du nimmst diese 27. Sind die da jetzt schon angekommen? Ist ja ein kleiner Fail. So, die haben sich da alle, die sind jetzt weg, die sich da gesammelt haben. Die sind da jetzt einfach weg. Will ich noch einbauen? Ich meine, die Geschütztürme, die kann ich ja noch gebrauchen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Oh nein, jetzt habe ich mich verklickt. Oh Scheiße, ich will doch keine Radarschirme. Ich weiß gar nicht, wofür die gut sind. Was sie sollen. Verdammt. Ja, gut. Dadurch, dass ich Sachen nicht kaputt machen kann wieder, ist jetzt wohl mitgehangen, mitgefangen. Warte mal. Oder habe ich es jetzt wieder richtig? Ich glaube, jetzt habe ich es richtig. Okay. Immer noch ein bisschen Munition. Ich habe keine Angst. Nein, ich bin ganz mutig. Ich bin heute mal ganz mutig. Entschuldigung, Kohle brauche ich nicht. Ich will keine Kohle nehmen, ich will nur Munition. Ich baue so lange, wie sie sich bei mir nicht melden. Ist jetzt meine Taktik. So lange, wie sie sich bei mir nicht melden. Und ich würde es gern tagsüber machen.
So. Und jetzt warten wir bis morgen. Aber dann kann ich den da hinten eigentlich auch umbauen. Es ist wahrscheinlich nicht die dafür vorgesehene Taktik für dieses Spiel, aber ich finde, sie funktioniert. So, die gehen ja immer mir ziemlich auf den, an den Kragen. Gegenstände kriegen sie, finde ich, nicht so gut kaputt. Wie mich. Ich bin ja auch klein und labil. Sozusagen. Klein und leicht zu töten. So. Und Munition. Nimmst du die. Und Wand. Die Anne-Versteckwand. Die Anne-Versteckt-sich-Wand. So, dämmert's? Okay. Ich kann auch die Pistole, das ist die Maschinenpistole. Ich glaube, die ist stärker. Aber jetzt habe ich wieder das Gefühl, der ist da. Okay. Wir triggern sie jetzt. So. Ja, sehr guter Plan. Oder sind noch mehr? Nee, die sind zu dumm. Ihr seid so dämlich. Da kommen aber ganz schön viele rausgespawnt, muss ich zugeben. Vielleicht sind sie doch gar nicht so dämlich. So. Dann muss ich vielleicht doch meine kleinen Fliegekollegen mal ausprobieren. Oh, da oben sind ganz schön viele. Sie fliegen aber auch mir hinterher. Sie fliegen vor allen Dingen. Kommt alle her. Diese Geräusche. Also wenn ich eine Sache nicht leiden kann, sind es diese Käfergeräusche. Alter Verwalter, du. Ich glaube, ich muss genau diese Taktik machen wie beim... wie bei Siedler. Oh, da ist so ein Wurmiwurm. Oder ist so ein Wurmiwurm. Oh, das hat keine Munition mehr. Verdammt. Okay. Ich baue das ab. Es muss quasi in Reichweite von denen sein. Die waren ja hier gar nicht in die Kämpfe verwickelt. Setz die um. Ich glaube nicht, dass sie mich groß in Ruhe lassen, dass ich Zeit dafür habe, aber... Entschuldigung, Leute, ich bin gleich wieder da. Turned out, ich brauche doch ein bisschen mehr. Die Forschung läuft übrigens nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Es turned out, ich brauche doch mehr Munition, als ich dachte. Ich brauche Munition. Ich will Munition aufnehmen. Ich nehme sie auf. Entschuldigung, ich muss da mal durch. Hey, warte mal, jetzt machen wir richtig. Jetzt drück mal den richtigen Knopf. So, verdammt. Ja, jetzt gehen sie natürlich auf den Turm. So, der schießt jetzt auch. Oh, schnell. Keine Verteidigung. Perfekt. Jetzt habe ich genau das, glaube ich, erreicht, was ich wollte. Jetzt bin ich in dem Bereich, wo die... gepult werden.
mit meiner kleinen Maschine hier. Ich muss jetzt mich mal darauf verlassen, dass mir das Ding den Rücken stärkt. Da. Oh, der spuckt. Okay, aber er geht auch aufs Nest. Grundsätzlich funktioniert der Plan. Das ist ein echt großes Nest. Okay. Das Nest ist fast kaputt. Das ist wirklich die feigste Taktik überhaupt, ne? Kann ich den reparieren? Das hätte ich wahrscheinlich vorher machen müssen, ne? Das war jetzt ein bisschen dumme Taktik. Aber zwei Nester sind kaputt. Die Taktik wäre gewesen, ich kann nicht denken, ich bin im Kampf. Die Taktik wäre gewesen, das zu reparieren, dauerhaft. Okay, jetzt ist aber das Problem, dass der jetzt schon nicht mehr in Reichweite von irgendeinem ist. Ich müsste den jetzt umsetzen. Boah, der ist spuckt. Okay. Gut, also grundsätzlich voll ein guter Plan. Läuft gut. Sie sind auf jeden Fall dezimiert. Ich habe nur nicht mit dem Spucker gerechnet. Und ich fürchte, ich brauche sehr viel mehr Munition. Dieses Unterfangen. Ich kann denen aber nicht diese panzerbrechende Munition mitgeben, oder? Kann ich das? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich das. Ich komme wieder am nächsten Tag. Ich brauche mehr Munition. Aber ich freue mich, dass ich es mal angegangen bin. Mich nicht immer so wegducke. Die Taktik ist sehr wegduckerisch, ich weiß. Aber effizient. Sammeln das jetzt alles ein. 160, das ist wenig, das ist verdammt wenig. So, wenn mich die Geschütztürme quasi beschützen, kann ich ja bauen währenddessen. Das ist ja jetzt die Taktik, die ich jetzt gerade fahre. Ich versuche, diese toten Käfer zu ignorieren, die hier überliegen. Genau. Wieder ganz. So. Ich habe zwei voll funktionsfähige Geschütztürme. Wie mache ich das jetzt am besten? Der Wurm ist halt echt ein fieser Fiesling, ne? Der macht alles echt schnell kaputt. Der ist heftig. Wo ist der andere Schutzturm noch in Reichweite? Hier, okay. Schnell, Anne, reagieren. Schnell, Anne, schneller, 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 schneller. Schnellere Reaktion, schneller, schneller, schneller. Okay, nicht schnell genug. Vielleicht nächstes Mal erst Verteidigung bauen, dann Turm. Was halten wir denn davon? Das wäre natürlich eine hochintelligente Idee. Ich muss die Flieger noch ausprobieren. Der Wurm ist schon wieder unterwegs. So. Okay, die Rohre sind. Sie sind. Okay, Anne, jetzt bau da bitte hin. Schnell. Oh, es geht nicht. Ein einzelner Turm schafft es nicht. Nicht gegen den Wurm. Ich verbrauche sehr viele Ressourcen für diesen Plan. Habe ich das Gefühl. Ich selber habe nicht mal mehr Munition.
Was lässt es fast kaputt, Mann? Okay, ich versuche jetzt mal diese Dinger hier einzusetzen. Wie mache ich das? Zweites Nest kaputt. Ist der Wurm kaputt? Ist er tot? Dann sind die Dinger sehr gut. Dann sind die nicht schlecht. Dann kann man da mit 6 Dingern auch mal losgehen. 6, 7 Dinger. Ich glaube, die sind hinüber. Die haben wir erledigt. Also ich werde in Zukunft eine Gemeinschaftstaktik austürmen und Fliegedrohnen benutzen. In Zukunft. So, die sterben jetzt natürlich alle. Tschüssi. War schön mit euch. Hier sind noch ein paar kaputte Dinge. Wild war das. Aber ich habe viel dazu gelernt. Manchmal muss man auch mal was riskieren, um was dazu zu lernen. Kann ich ungefähr sehen, wie viel... Ah ja, jetzt habe ich nur noch ein Beißernest und 2 Speiernester, die ich triggere. Das hier wahrscheinlich. Und das... Ah, da, was ist das? Da baut sich doch was auf, oder? Vom Prinzip her sind die auch nicht teuer hier. Die Dinger. Ich brauche jetzt, glaube ich, erstmal vom Norden keine stärkeren Angriffe mehr zu erwarten. Also ich merke mir für die Zukunft, man muss ein bisschen aufpassen, wo sich hier was entwickelt. Mit den Aliens, unseren Alien-Freunden. Sammeln mal ein bisschen ein hier. Panzerbrechende Munition. Dann brauche ich noch Schusswaffenmunition. Da habe ich im Süden noch ein bisschen. Hier zum Beispiel. So. Okay. Und Eisen. Ich bin eine richtige Kriegstreiberin jetzt hier. Ja, Blut geleckt, wie man so schön sagt. Warum funktioniert eigentlich meine Forschung nicht? Wenn ich fragen darf. Weil ich nicht genug Blau habe? Ja, muss ja so sein, oder? Es kommt nicht genug Blau da an. Unser Blau ist nicht ausreichend. Das ist eine Käferhorde, die sich auf uns zubewegt. Der hat keine Munition mehr. Warum ist es jetzt blau? Okay. Aber läuft schon noch, oder? Die grundsätzlich. Die Munitionsfunktion hier. Hier ist ja auch eigentlich das Ding. Der lädt ja alle hier auf. Warte mal, wollen wir das anders machen? Ich habe das Gefühl, das ist sehr ineffizient. Wenn ich so den Splitter hier hinbaue, kann ich es doch genau halbe-halbe teilen, oder? Ja, ich glaube, das ist besser. Aber jetzt ist schon wieder Nacht, Mann. Ich wollte doch jetzt Käfer kämpfen. Ich glaube, die sind noch zu weit weg. Aber ich fand es so krass, dass da oben gerade auch so ein Wurm mit dabei war. Die Würmer sind fies. Okay, ich beschäftige mich. 3 Dinger kann ich nur bauen. Ist ja wenig. Was fehlt mir denn? Grundsätzlich. Dieses Zahnradproblem. Das ist echt anstrengend. Es ist eigentlich kein Problem. Ich habe eigentlich genug. Dann liegt es in der panzerbrechenden Munition. Und von der habe ich eigentlich auch noch ein bisschen was. Okay. Wir hatten ja gerade 7.
Verteidigungskapseln und die haben hammerhart interagiert mit der Masse. Ich habe nur 3 Geschütztürme. Das könnte wenig sein. Je nachdem. Ich versuche mal ein bisschen zu gucken. Ja, das sollten wir doch locker hinkriegen. Das ist doch gar nicht vergleichbar mit dem Aufgebot, was da gerade war. Mit den 5 Nestern und dem Wurm. Wo ist meine ganze Munition hier? So, 25 davon. 3 Dinger, 4 gleich. Das merke ich mir jetzt. Ich baue erst die Verteidigung. Dann das Ding. Ich glaube, denen ist vom Prinzip her, sind die Rohre, sind denen egal. Ich habe so Angst, ich will wirklich keinen Millimeter zu weit rangehen. Erstmal nochmal reparieren. Scheiße. Kein Material mehr. Ich komme wieder. Keine Frage. Also ja, ich finde, also mir wurde am Anfang gesagt, ich hätte eine Einstellung gewählt, mit der ich unmöglich hier bestehen könnte bei diesem Spiel. Ich bin Anfängerin und damit meine ich wirklich Anfängerin. Das ist meine erste, ja, ich wollte schon Kolonie sagen, im Sinne nicht bei Wimworld. Das ist mein erster Planet, um den ich mich hier kümmere. Und ich habe schon 2 hier Käfernester ausgeräumt. Und eins davon war richtig fies. Ich brauche Kupfer. Das ist gerade mein Problem, stelle ich fest. Es soll nicht heißen, dass Factorio ein einfaches Spiel ist. Aber das bestätigt mich in meiner Annahme, dass einfach die Default-Einstellungen jetzt nicht dazu führen, dass man hier akut drauf geht. Dauerhaft. So empfinde ich das zumindest. Gut, dann schauen wir mal, ob wir unseren Plan... Oh, jetzt habe ich 15 davon. Da könnte ich wahrscheinlich einfach direkt reinmarschieren mit der Menge. Ich sammle noch ein bisschen Munition ein. So, wo sind meine kleinen Freunde, meine Geschütztürme hier? Oh, ich wollte Toolkits. Wenn ich damit schnell genug hantiere, dann kann ich da auch was machen. Wenn die mir hier was kaputt machen. Diesmal ist ja kein Wurm dabei. Der Wurm ist ja der Fiesling. Der fiese Wurm. So. 3. Ich merke, der hier hinten ist schon wieder deplatziert. Da muss man sich immer ein bisschen rantasten. Ne? Da muss man erstmal ein Gefühl für kriegen. Was ist denn wirklich der Bereich, wo sie überhaupt mich angehen? Und wo ignorieren sie mich noch? Hier zum Beispiel mit diesen Munitionsmengen. So. 30 davon. Kann ich hier auch nochmal eine kleine Wand hinzimmern. Die kleine Anne-Verteidigungswand. Man kennt's. Geh schon mal rauf. 2 Würmer! Wow. Okay, sie gehen alle auf den da oben. Ist der alleine, der Turm? Wird der nicht verteidigt? Warum haben sie jetzt den Turm hier so? Der müsste doch im Radius vor dem anderen sein. Ich kann auch einfach mehr Rohre. Also gut, meine Rohre sind gerade alle kaputt. Alle Rohre, die ich habe, sind kaputt. Aber ich kann ja 500 weitere bauen. Also da ist immer nur eine Frage des Durchhaltevermögens, ne? Wer hält länger durch? Ich oder die Rohre? Die oder die Rohre?
So. Dann machen wir ein paar Kapseln. Wollen wir erstmal mit den Kapseln reingehen und gucken, was passiert? Also ich pulse jetzt nochmal. Bitte auch dann schießen. Wäre gut. Ich warte, bis alle fertig sind. Ich bin ja geduldig. Also die Würmer scheinen jetzt vermehrt auf jeden Fall aufzutreten. Das ist jetzt so mein Gefühl. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. Au. Oh, da kommen sie noch von woanders. Oh, da kommen sie noch von woanders. Die Würmer sind schon mal weg. Sehr gut, Leute. Feuern drauf los. Von wo kamen die jetzt hier? 3 Nester, okay. Und mehrere Würmer. Egal, ich zieh's jetzt durch mit den Drohnen. Ich fühle mich sicher mit meinen Drohnen. Oh, ich hab Angst! Alle auf sie mit Gebrüll. Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Heftig! Einfach weggesäbelt, du. Hier hinten ist jetzt noch eins. Also. Oh, ich war aber ganz schön angeknuspert, stelle ich gerade fest. Ich glaube, wenn ich mich nicht bewege, steigt es, oder? Okay, also meine neue Kampftaktik. Das ist eine nette Taktik hier. Das kann dabei helfen, so die ersten, wenn sich so sehr viele angesammelt haben von den kleinen Beißern, kann das dabei helfen, die so ein bisschen den Einhalt zu gebieten, um da mal ein bisschen zu reduzieren. Vom Prinzip her sind die Würmer nicht gut, also sie sind sehr aggressiv, also die, wie sagt man, die können gut austeilen, aber nicht einstecken. Ist so meine Erfahrung jetzt gerade. Es kann auch nicht so einfach sein. Ja, da kommen noch andere Aliens. Vielleicht ist das auch so ein Effekt, je mehr Aliens man tötet, umso stärker werden sie. Würde Sinn ergeben. Und wir haben ja eventuell das Problem, dass die respawnen. Diese Felder hier. Ich gucke mal, was da unten auf uns wartet. Ich finde, wenn, dann sollte man es direkt richtig machen. Wenn wir jetzt hier schon mal auf Kampfkurs sind. Anne versus Aliens. Wo sind sie denn? Jetzt bin ich aber weit weg von zu Hause. Okay. Ich baue jetzt mal einen Turm. Nur für den Fall der Fälle. Dass man einfach weiß, dass man nicht alleine ist. Wisst ihr? Da fühle ich mich dann immer schon ein bisschen besser. Die brauchen nicht lange. Zwei Nester nur. Ein kleiner Wurm. Ach, es ist ein kleiner Wurm. Es scheint also noch größere Würmer zu geben. Wenn das nur kleine Würmer sind. Boah, hier Eisenerzfeld. Kupfererzfeld. Ich gucke mir gerade noch mal. Ein Speiernest. 1,9 ist der Evolutionsfaktor. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Evolutionsfaktor heißt wahrscheinlich, da werden sie ein bisschen stärker. Das kann ich mir doch vorstellen. Je mehr ich mich zur Wehr setze, umso mehr setzen sie sich. Habe ich schon gesagt, ne? Egal, doppelt hält besser. Kuh, Anne, Kuh. Wir sind an dem Punkt im Spiel, da solltest du das jetzt eigentlich schon wissen. So, 8 Drohnen, das reicht eigentlich schon. Das ist wirklich jetzt nur hier mein Backup. Das ist mein Backup-Plan. Mein Backup-Plan. Meine neue Verteidigungseinheit, Rohre.
So schön günstig. Die sind noch gar nicht gepult hier. Die sind noch ganz handsam. Das ist eigentlich wirklich sehr fies, denen jetzt so zu kämpfen. Die wissen noch gar nicht, dass ich überhaupt auf diesem Planeten wandel. Das ist denen noch nicht bekannt. So. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm. So, direkt zu den Nestern. Let's go. Oh, der Wurm hat mich getroffen. Und vorbei. Oh, der Todesschrei ist aber auch unangenehm. Ja, ich glaube, ich nutze das hier die Gelegenheit, mich noch ein bisschen mehr umzusehen. Ja, jetzt verstehe ich, warum die das auf 45 Sekunden eingeschränkt haben hier. Ich weiß nicht, was es mir hilft, mich so groß umzusehen. Ich meine, vom Prinzip her krass, wie viel Platz wir haben, oder? Ich denke immer, es greift jemand an, wenn ich die sterben höre, muss ich zugeben. Krass, wie viel Platz wir zur Verfügung haben. Boah, guckt euch das mal an. Was ist denn das für eine Eisenader hier? Heftig. Heftig. Oh, stellt euch mal vor. Okay, da haben wir den nächsten. Oh, das scheint mir ein etwas größeres zu sein hier. Oh, da sind direkt zwei. Drei, okay. Da geht's rund. Also wenn wir da bis dahin unsere Verschmutzung ausweiten, dann kriegen wir da ein bisschen Gegenwind. Es ist übrigens, seitdem wir unterwegs sind, kein Millimeter dazugekommen. Das kann eigentlich nicht sein. Da müsste irgendwie ein Millimeter dazugekommen sein. Also wir müssen auf jeden Fall die Forschung fixen. Kupfer auch. Dieser Planet ist schon reich an Ressourcen, muss man schon sagen. Oh. Okay. Da komme ich dann mit diesen Robotern bei Sif, die stärkste Kampfeinheit, die am Ende des aller Zeitalter steht. Vielleicht ist es auch vom Spiel so vorgesehen. Oh, es ist so dunkel. Dass es im größeren Radius. Aha. Das Nest da, das würde ich aber noch gerne loswerden. Also du kannst ja hier den ganzen Tag auch nur mit Kämpfen verbringen. Scheinbar. Wollen wir gleich alle acht machen und versuchen beide zu lösen? Beide Probleme zu lösen? Ist halt auch wahrscheinlich, dass die einfach dann auch spawnen wieder. Ich weiß es nicht. Also das sind, glaube ich, diese Kreise hier sind die Anzahl der Nester, glaube ich. Da oben gibt es drei, hier gibt es fünf. So verstehe ich das. Ich finde, es ist wichtig, dass man so ein bisschen seine Außenlinien, seine Verschmutzungslinie kennt. Dass man so ein bisschen weiß, wo verschmutzt man hier eigentlich. Und was ist in dem Bereich, in dem man verschmutzt. So, da sehe ich sie. Erwartet uns irgendwas Unangenehmes? Ich glaube nicht. Let's go. Voller Einsatz. Drei Würmer. Wenn ich schieße, kann ich den Wurmspritzer nicht ausweichen. Auf die Würmer. Direkt reingerannt. Ich bin so intelligent. Ist der Wurm tot? Der Wurm ist tot. Okay. Jetzt muss ich mich aber erholen. Ich habe zu viel abbekommen. Das werden die Dinger nicht mitmachen hier. Oh, okay. Da brauche ich, glaube ich, mehr als
8. Da muss ich vielleicht so mit 30 oder so hingehen. Aber ihr wisst ja, man muss seine Freunde kennen und sei deinen Feinden noch näher oder irgendwie so. Die sind natürlich hier, laufen Gefahr, mir hier langsam in die Quere zu kommen. So, jetzt sind wir auch schon am Ort des Problemgeschehens. Aber ich finde, es ist wichtig, dem Unbekannten ein bisschen die Angst zu nehmen. Also ich weiß, dass ich das jetzt hinkriege, diese Gegner da zu besiegen. Das ist gut zu wissen. Das hier hat keinen Treibstoff. Warum nicht? Warum hast du keinen Treibstoff? Ernst gemeinte Frage jetzt. Deswegen nicht. Und deswegen wird da seit 10 Stunden nichts produziert. Wow. Heftig. Gut, dieses Problem haben wir auch gelöst. Ich wollte jetzt eigentlich hier nochmal einmal den gesamten Weg rumlaufen. Aber ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber ihr seht, ich setze mich zur Wehr und das ist gut, weil ich nehme dem Unbekannten die Bedrohlichkeit. Dadurch gewinne ich mehr Selbstvertrauen im Umgang. Es ist immer so, wenn dann, du kennst das Spiel, ich dann sage, oh mein Gott, das ist so schwer. Du schaffst es auf keinen Fall, die sind so heftig. Und dann merkst du, nee, du kommst schon mit einer gewissen Taktik. Oh, oben wird jetzt wieder gekämpft gerade. Also, und übrigens, man sieht, dass die Körper despawnen. Ich war mir nie so sicher, ich habe es jetzt, fühle ich mich bestätigt. Hier wären definitiv Körper gewesen. Aber ja, es ist ja auch wichtig, dass dieser Faktor Feinde mit im Spiel dabei ist. Wenn du dich jetzt hier völlig frei entfalten könntest, unabhängig von allem, also nur von der Menge der vorhandenen Ressourcen begrenzt, wäre was anderes. Hier musst du halt koexistieren mit anderen Typis und Typinen auf deinem Planeten. So, ich halte jetzt auf jeden Fall die Augen auf, ob hier in meinem näheren Umkreis mal wieder was dazukommt. Was ist hier los? Da fehlt auch Brennstoff. Wie kann das sein, dass da keine Kohle ankommt? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Gut, dann haben wir heute eigentlich, weiß ich nicht, haben wir nicht viel geschafft. Wir haben hier, ja doch, wir haben ein paar Aliens geschlachtet. Ich habe das hier verdoppelt. Ich habe den natürlich den Weg erstmal fertig gemacht für die Blauen. Das war ja vorher gar nicht fertig. Der Weg ist ja jetzt erst da. Es zieht sich noch ein bisschen, weil eine gewisse Person nicht aufgefallen ist, dass ein Greifarm aus Versehen abhanden gekommen ist. Oh ja, und wir haben die Eisenproduktion sehr viel erhöht. Da ist jetzt auch das Gute, das läuft jetzt voll. Das wird jetzt gar nicht mehr verbraucht. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Zahnräder, sage ich schon. Fließbänder. Hier. Das wird jetzt erstmal für eine Weile reichen. Für weitere zukünftige Projekte. Sehr, sehr nice. Dann, ihr Lieben, würde ich für heute Schluss machen. Ich muss morgen um 8 Uhr arbeiten. So ist das Leben. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Es ist toll. Und ich muss echt mich zusammenreißen, nicht off-stream da noch ein bisschen zu spielen. Ich gehe mal raus. Ich sag schon mal für alle Menschen da draußen auf YouTube, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.